Yo, liebe Malonzo-Gang, heute werden wir uns mal eine YouTube-Kacke-Bundestags-Special geben von dem lieben Meiner Morse. Meiner Morse müsste euch ja allen bekannt sein, Leute. Und ja, falls ihr neu seid auf dem Kanal, gerne einen Daumen nach oben geben, gerne kostenlos abonnieren für die 1000 Abonnenten. Ihr würdet mich mega unterstützen und vielen lieben Dank für den kranken Support auf der letzten Folge. Wir hatten fast 600 Aufrufe und über 30 Likes. Freut mich auf jeden Fall, dass es euch so heftig gefällt. Aber ja, Leute, checkt gerne Tipi-Stream aus und Instagram malonzo_bo, ihr wisst Bescheid. Und ich würde sagen, wir starten einfach mal rein. Okay, let's go, Leute. Es war mir eine große. Es war mir eine. Mein Vater war Bergmann. Doch dann habe ich die letzte Zeche geschlossen. Jetzt. Das ist schon assi. Ist der Wichser arbeitslos. Jetzt geht es um unsere ganzen. Egal, woher man glaubt, woran man liebt oder in wen man kommt. Und wir sind uns einig. Wir müssen Armin Laschet aufhalten. Der Spaß. Wir sind uns alle einig. Wir müssen Armin Laschet aufhalten. Bindestrich Armin Laschet. Also der gleiche Typ sagt den Satz einfach richtig geil. Ich darf auf keinen Fall Bundeskanzler werden. Ich bin Armin Laschet. Stimme ich und ich zu. Habe Lack getroffen. Allerdings. Ich schwöre, dass ich meine Kraft dem Wohle des deutschen Volkes widmen und Gewalt gegen jedermann üben werde. Als Arbeits- und Analminister integrierte sein kurzer Cock die Herzen vieler Mütter und Väter. Und als erster Bürgermeister von Hamburg war er erster Bürgermeister von Hamburg wie kein zweiter. Um das anzupacken, kämpfe ich für 10 Millionen Euro Mindestlohn, damit... 10 Millionen Euro Mindestlohn? Das wäre schon geil. 10 Millionen. Mindestens verdient. Also das wäre schon geil. 12 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mehr verdienen. Für 400.000 Klimaschutz. Und darum möchte ich unserem Land als Schwanzler dienen. Auch richtig cool gemalt, ey. Letzte Woche war ich bei McDonald's. Da habe ich mir ein übelst nices McRib-Menü einverleibt. Irgendwann kommt der Punkt, an dem du weißt, du musst scheißen. Ich kenne den ja, Punkt. Ja, hat noch Zeit, kann man sagen. Aber tief in dir spürst du, dass du fucking motherfucking Durchfall bekommst. Nicht irgendwann, sondern jetzt. Und dann kack ich richtig schön laut, fühl mich richtig wohl dabei. Und dann guck ich nach rechts. Und dann ist da dieses einlagige Dreckstoilettenpapier. Und das alles beschäftigt dich bis tief in die Nacht. Hammer! Mein Name ist Martin Schmidt. Ich stehe früh auf, gehe kacken und schlage Flüchtlinge, wie es eben geht. Normal ist für mich, dass meine Stadt wieder bezahlbar wird für uns und dass Polen einfach mal wieder uns gehört. Das war doch mal normal. Okay, das ist schon normal in Deutschland. Als die Führer noch wussten, für wen sie da sind. Die Zeit ist yay. Für Deutschland. Aber Deutsch. Die Grünen. Also ich finde das Video stark. Das ist gut. Um bei zuschauerbleibenden Hörschäden vorzubeugen, wurde die nachfolgende Audiospur teilweise oder vollständig ersetzt. Bitte entschuldigen Sie die Unannehmlichkeiten und fragen Sie den Arzt oder Apotheker. Ey, das Zeug, was ich hier gerade durchziehe, ne? Das ist von der übelsten Sorte, Alter. Da traut so rein, da glaubst du gar nicht. Ach komm, laber keine Scheiße, Alter. Das Zeug, was ich letztens geraucht habe, war viel geiler als dein Scheiß hier. Halt's Maul. Ey, komm, du hast keine Ahnung, gell? Das geht auch. Wenn du mal ein richtiges Rauchen willst, ne? Ich soll ein paar Fragen. Wir sind breit. Ja. Die Linke. Die Klinke. Gerichtsurteile mieten keine Decke, nette Worte gehalten kein Erhöhen und eine gut ausgetalkte Leuchtschau ändert nichts. Wir brauchen dich, um einen zu bauen. Für eine Gesellschaft mit Respekt. Vor Kinderfickern, alten Säcken, vor allen Menschen. Alter. Außer verdient. Wer Hilfe braucht, braucht Hilfe, verdient unser Mitgefühl. Denn Mitgefühl erhöht das Gehalt. Wir brauchen dich, um Waffenexporte zu erhöhen.
So können wir für gute Kriegsverbrechen in Kosovo sorgen. Junge. Wie soll man mit Angst vor Armut Laschet gute Arbeit leisten? Wir brauchen dich. Wie jetzt. Gut ist das bearbeitet? Und jetzt geht Welt in ihr Pisser. Yeah, und wir streben nach Glück, doch die Politik hält uns unterdrückt. Das hier ist kein Portwein, ich reite in dein Dorf ein und gebe die Ohrfeigen mitten auf dem Bordstein. Die Kripo will mich jetzt schon wieder in den Knast stecken, doch ich brech dem Richter seinen Kiefer auf dem Waschbecken. Ja Leute, das war meiner Morse, YouTube-Kacke, Bundestags-Weiß-Spezial. Hat mir auf jeden Fall mega gefallen, das war auf jeden Fall lustig und weird ein bisschen, muss ich sagen. Ihr könnt ja gerne mal eure Meinung in die Kommentare schreiben. Und schreibt mir auf jeden Fall weitere YouTube-Kacke in die Kommentare. Nicht-Lachen-Challenge machen wir auch auf jeden Fall noch. Und Reaktionen wisst ihr ja Bescheid, wenn noch alle kommen. Checkt gerne Tipeee-Stream aus, unten im angepinnten Kommentar. Lasst gerne ein Abo dafür, ein Abonnenten. Das würde mich auf jeden Fall mega freuen und unterstützen. Und ja, Leute, wir sehen uns beim nächsten Reaction-Video wieder. Habt jetzt noch einen positiven Tag. Haut rein, Leute.